Ja, hallo und herzlich willkommen bei Conny und Klaus on Tour zu unserem neuen Video. Mit einem ein klein wenig seltsamen Anfang, was damit zusammenhängt, dass ich die neue Kamera noch nicht so richtig kapiert hatte. Da war noch vom Vortag der Zeitraffer eingestellt. Kann man natürlich hier keine Platzrunde machen. Die ist jetzt verloren, aber ich denke, wir werden es überleben. Das Video geht weiter und zwar genau jetzt. Es geht durch eine traumhaft schöne Landschaft. Wir haben ein kleines Problem, ein klitzekleines. Man sieht sie kaum. Wir sind mittendrin im Dutzend in den Wolken. Boah, hey, heute haben wir Glück mit dem Wetter. Super. Aber was soll's. Fährt sich ganz gut. Macht Spaß. So ein bisschen was sehen wir ja. So. Keiner mir das Sicht, schätze ich mal, vielleicht 500 haben wir. Viel los ist nicht und es ist eine schöne Fahrerei. Ist super. Ein paar kleine Seen, links und rechts immer. Ja. Meistens ein wenig übergelaufen, weil es auch hier fürchterlich geregnet hat. Ihr seht es ja. Aber alles gut. Wir haben noch 1,5 Stunden zu fahren. Und dann melden wir uns am Ziel, sofern da nichts noch dazwischen kommt. Also, whoop. Los geht er! Lieben. Es ist ein listiges Wetter. Mhm. Parkplätze haben wir gefunden. Und wo wir sind, das, ihr habt das schon geahnt, jetzt habt ihr das auch gesehen. Wir sind in Wimmerby. Wie auch immer, ja. Auf den Spuren von Astrid Lindgren. Mhm. Ein wenig enttäuscht sind wir, weil der Park hat geschlossen. Ja. War Conny das immer enttäuscht? Ja, ganz toll. Ja. Nee, da wollten wir sowieso nicht hin. Wir haben mal geguckt, wo der ist. Aber es ist Winterruhe und die sind da am Renovieren, am Machen und am Tun. Genau. Jetzt haben wir einen schönen Parkplatz gefunden, wo man mit dem Willi auch schön stehen kann. Ja. Was gut ist. Und wenn es los ist, findet man auch einen Parkplatz. Genau, das ist der Vorteil von der Keimsaison. Ja. Da findet man immer Parkplatz. Okidoki. Wir laufen jetzt in die Stadt. Viel zu sehen wird es hier nicht geben. Okay, für die Astrid-Fans, die werden hier alles finden. Aber wir wollen nur mal die Nase kurz reinstecken und uns dann auch wieder rausziehen aus Wimmerby. Ja. Wetter, fantastisch, ihr seht's. Das ist ein schöner Park, der bei Sonne natürlich garantiert fantastisch aussieht. Hier vor uns sind wir die Kirche von Wimmerby. Und hier den Navi, da müssen wir hin. Ja, na, gucken wir uns die Kirche von Wimmerby mal etwas größer an. Ja, sorry Leute, für das Wetter können wir jetzt nichts. Da müssen wir selber durch. 3 Grad, aber zum Glück relativ windstill. Scheint das Rathaus oder irgendwas zu sein. Das ist nett hier, Conny, wa? Na ja. Und was ist hier die eigentliche Attraktion, Conny? Da sitzt sie. Was? Da sitzt sie. Da sitzt sie. Zeigen wir euch. Das ist das Astrid Lindgren Denkmal. Eigentlich ganz toll gemacht. Da sitzt sie an ihrer Schreibmaschine und schreibt ihre Bücher. Ja. Gute Idee, sowas hier hinzubauen. Conny, guck mal, das Fenster rein. Conny guckt das Fenster rein und unterhält sich mit der Astrid. Tja. Ja, die scheint aber heute nicht sehr gesprächig zu sein. Man kann sich auch gerne zu ihr setzen. Ist aber nass. Und ein bisschen mit ihr erzählen. Das ist nass? Nö, da setze ich mich jetzt drauf, Leute. Ich unterhalte mich jetzt mit der Astrid.
Wisst ihr, warum ich jetzt lachen muss? Halt, ihr guckt nicht aus. Ich sitze hier auf dem Kupferstuhl oder was immer das ist. Bronze vermutlich. Mit der Astrid, die heute bei dem Wetter nicht so sonderlich zum Plaudern aufgelegt ist. Aber das Irre ist, das Ding hier ist beheizt wie eine Sitzheizung. Da tut den Hämorrhoiden richtig gut, sage ich euch. Mach mal das Ding da runter jetzt. Ich soll das Ding da runter machen. Die Conny will, warte mal, da guck mal, da ist sie. Die macht hier Bilder für die Story und alles. Dann mach doch. Hab ich ja schon. Gut. mit mir will sie nicht plaudern, nur mit Conny. Also Conny, setz dich hin. So Conny, dann haben wir ja unseren Besuch hier erfolgreich gekrönt. Tja. Hey Leute, wenn wir schon mal da sind, einen Programmpunkt nehmen wir doch noch mit. Dann haben wir noch 20 Minuten strammen Fußmarsch, nehme ich an. Mhm. Dann gucken wir uns das auch noch an. Also, wir melden uns dort wieder. Jo. Jo, viel zu sagen brauche ich ja nicht. Ihr könnt lesen, wie ich euch kenne. Also unten, der letzte Abschnitt. Ja, willkommen am Geburts- und Elternhaus von Astrid Lindgren. Näher kommen wir da jetzt nicht dran. Die machen erst am 17. April wieder auf. Das Museum daneben auch. Aber ja, waren hier. Ja. Es gehört immer noch der Familie von Astrid Lindgren. Und hier hat sie, so wie sie schreibt, ihre glücklichen Kindheitstage verbracht. Und bei diesem stolzen Gewächs handelt es sich wohl um diesen seltsamen, eigentümlichen, weltweit einzigartigen Limonadenbaum. Ach ja, es ist schon seltsam, wenn man an die Kindheitserinnerungen kommt. Wie lange sind das her, Conny? 50 Jahre, 60 Jahre, je nachdem. Ja. Da ist er aufgewachsen, die Astrid. Nein, kommen wir nicht. Und naja, die großen Museumsbesucher sind wir sowieso nicht, aber einen kurzen Blick reingeworfen hätte ich schon mal gerne. Okidoki, jetzt gehen wir wieder zum Willi und schauen mal, Programm weiterführen. Zum Glück habe ich da vorhin mit der anderen Kamera gefilmt. Ich habe schon wieder den Zeitraffer angehabt. Leute, ich werde alt. Jetzt habt ihr mich aber wieder hier live dabei, glaube ich. Wir haben das Auto da ordentlich da hinten auf dem Touristenparkplatz geparkt, obwohl wir die einzigen Touristen sind, die hier rumrennen. Dann sind am nächsten Ziel eingetroffen. Und gucken mal, was wir da jetzt sehen. Ach, ich sehe schon was. Ich drehe euch auch gleich um, dann seht ihr auch was. Ich hol's mal ein bisschen groß hier rein, damit ihr seht, wir sind in Bullerby. Die Kinder vom Bahnhof Bullerby, oder wie hieß die Sendung? Dann alles, was recht ist, das sieht hier aus. Wie Bullerby. Hier wurden einige der Astrid Lindgren Szenen gedreht. Und das ist auch ein richtig schönes, kleines Schwedendörfchen, wie man sich das so vorstellt. Total ausgestorben, das ist eigentlich ein Museum. Im anderen Sommer ist hier los. Ah, hier gibt es auch noch ein Rätsel für die Kinder. Ein Astrid Lindgren Rätsel. Kann das jemand beantworten, die Frage? Naja, schreibt es mir in die Kommentare, wer es beantworten kann. Also ehrlich, Conny, ich habe mich auf einen Kaffee und eine Zimtschnecke gefreut.
Heute nicht, nee. Sieht hübsch hier. Jo. Ja, könnt ihr bei der Schnitzeljagd gleich weitermachen hier. Wir schauen uns hier jetzt noch ein bisschen um. Die Häuschen, machen ein paar Bilder. Jo, ich werde jetzt nicht hier episch filmen. Es gibt genug Filme von YouTubern, die hier waren. Die waren bei besserem Wetter hier und kann sich mit Astrid Lindgren besser aus als ich. Also schaut mal da rein. Aber hier nicht abschalten, weil hier geht's ja weiter. Wir haben ja noch was vor heute. Und schon wieder ein filmträchtigen Ort erreicht. Ein buchträchtigen. Ein Astrid Lindgren Ort. Ja. Da müssen wir nächstes noch ein bisschen laufen. Der eine oder andere ahnt schon, wo wir hier sind. Also ein paar Meter haben wir noch zu laufen. Da steht der Willi wieder mal alleine, weil out of Touristen. Und hier befinden wir uns jetzt auf den letzten Metern zum Kathuldhof. Kathuld, wie schon aus Lönneberger, wurde hier gedreht. Ja. Also die Nerds, die wissen, welcher Zaun in welcher Szene hier vorkam und in welchem Stall und wo hier alles gemacht wurde. Ich nicht. Schon so lange her, dass ich das geguckt habe. Aber schön. Jo, fällt mir. Conny, ganz interessiert. Der Beschilderung zu entnehmen, hat in diesem Haus der Alfred Botte gewohnt. Ja, von dem Filmset ist einfach alles erhalten. Da ist, glaube ich, nur noch ein Haus bewohnt und die anderen zu wegen Off-Season. Das ist ein Museumsdörflein. So. Das ist das Haus vom Michel, also seiner Familie. Und hier ist wieder den berühmten Fahnenmast, wo der dann auch schon gelegentlich mal dran gehängt hat. Die Geschichte mit dem Topf soll sich hier auch irgendwo zugetragen haben. Und da drüben die Hütte, wo der Michel, wenn er nicht artig war, also ziemlich oft immer eingesperrt wurde und seine Holzmenschen geschnitzt hat. Schauen wir schnell mal rein. Ja, und hier lebte der Michel. Und der wurde natürlich immer weggesperrt, wenn er unartig war. Und dann hat er die Holzmännlein geschnitzt. Hier in der Hütte, aber da oben erkennt man, da stehen noch ein paar rum. Die werden natürlich hier verkauft. Im Moment aber geschlossen. Ja gesehen, die Anfahrt, ich hoffe, die Bilder wurden was. Viel besser geht, glaube ich, nicht. Meine Fresse, ist das hier schön.
Ja, nach zwei Ferienhütten, da ist keiner. Ja. Da oben in dem Haus wohnt allerdings einer, da haben wir Bescheid gesagt, dass wir hier sind. Alles kein Problem. Und jetzt dürfen wir hier an dem See stehen. Ich wäre jetzt auch noch ein Stückchen näher ans Wasser gegangen, aber es ist recht feucht. Ich traue dem Geläuf nicht. Und wir sind hier definitiv am Arsch der Welt, bis sich hier jemand rausholt. Dauert. Die Conny geht jetzt gerade auf Elchjagd. Und ich guck mal, wenn sie ein paar Videos mitbringt, ein paar Bilder, blende ich die dann jetzt mal ein. Sonne kommt raus, Wetter wird besser. Klasse. Ach, heute mal noch bei Tageslicht. So spät ist es ja auch noch nicht. Ihr habt gesehen, wo wir sind? Der Platz hier, der kann was. Sag ich nur. Na? Der ist schön, ja. Der sieht ja selbst bei dem scheiß Wetter fantastisch aus. Ja, war das jetzt Abendbrot? Machen wir erst noch, ob wir da nochmal filmen. Ich weiß es nicht. Lasst euch überraschen. Was machen wir jetzt? Zielbier. Heute mal was Neues. Das Nordland. Gold oder was das heißt, keine Ahnung. Warte mal, ich kann ja gar nicht trinken. Hier ist der Trinker. Nordland Gold haben wir auf der Fähre gekauft. Mal gucken. Jo, mal gucken, wie das schmeckt. Kennen wir das Werbe? Noch jede Menge. 24 von den 03er haben wir gekauft. Kostet 1,52 Cent. Geht eigentlich für schwedisches Bier. Aber 5 Volt, also nicht das Supermarktbier mit 3,8. Also, war ein seltsamer Tag heute. Genau, so tolles Wetter. Ihr habt nur Astrid Lindgren gesehen. Ja, okay, das muss jetzt auch mal sein. Da müsst ihr halt durch. Morgen geht's wieder anderes Zeug zu sehen. Fragt ihr jetzt nicht was, ich weiß es noch nicht. Wohl Zeit. Prost. Jo, genehmigt. Schmeckt jedenfalls nach Bier. Hier tut sich Entscheidendes. Oh, Conny, was ist das denn? NVA-Erbsensuppe. Ja, die heißt NVA-Erbsensuppe. Die gibt's von DFW, die Feldküche Wittenberge. Gibt's ein Gläschen zu kaufen. Die haben noch andere Suppen, auch eine normale Erbsensuppe noch. Ohne NVA gibt's auch noch. Wir kaufen dort gerne. Schmeckt, ist im Glas. Original, selber gemacht. Kein so Fertigkram wie in den Dosen. Nee. Und schmeckt's, also wer mal reingucken will, guckt mal auf die Seite DFW, die Feldküche Wittenberge. Ist keine Werbung für uns. Ist keine bezahlte Werbung. Ist einfach nur eine Empfehlung von uns, weil wir das gerne essen. Jo. Und die wird jetzt hier schnappel, schnappel, schnappel mit der Stulle. Ja. Genau, das war's jetzt allerdings auch für heute. Den Schlummertrunk nehmen wir alleine an. Ja. Warten hier, bis der Elch kommt, um die dann noch zu fotografieren hier im Wald. Ja. Also. Stockduster hier. Also, wenn es jetzt gefallen hat, hier gerne Daumen nach oben vor, gerne unserem Kanal. Darüber freuen wir uns sehr und das hilft uns auch ein wenig weiter. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ich habe vor, wieder an die Ostsee zu fahren, aber noch nicht ganz sicher. Also, bis denn. Gute Nacht.